aus. Das kann man so gut für weitere Gestaltungsideen benutzen. Einfach nur richtig cool, Leute. Also dieser Hack ist einfach nur mega. Oh! Hey Leute! Was geht? Katja hier bei Spielt mir Apps und Games. Und Leute, ich bin heute wieder in Tokaburka. Das heißt Lifehacks. Lifehacks. Heute wieder neue Lifehacks. Und ihr seht ja schon, und ich sehe es auch, wir haben ein kostenloses Geschenk. Wir haben ein kostenloses Geschenk, aber ich war tatsächlich das ganze Wochenende lang nicht in Tokaburka. Und das heißt, es sind sehr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr H&M-Geschenke angekommen. Ich hoffe, dass ich die alle jetzt auf einmal kriege. Ich hoffe einfach nur, dass ich da noch mehr habe. Auf jeden Fall können die wir erstmal öffnen und dann können wir dann später zu den Lifehacks kommen. Erstmal öffnen wir die Geschenke, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir ein Geschenk. Oh, wir haben nur ein Geschenk. Ich dachte, wir haben mehr. Ist das wirklich nur ein Geschenk? Ich habe nicht mehr. Ich habe nur ein Geschenk, Leute. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, alles gut. Es ist total in Ordnung. Ich glaube, das war auch wirklich nur ein Geschenk, was ich da hatte. Ups. Aber dann gucken wir auf jeden Fall. Oh! Das ist ein Schlüsselanhänger mit diesem Monsterchen. Oh mein Gott. Kannst du die größer machen? Jetzt hast du so einen Schlüsselanhänger. Oh, wie cool ist das denn? Oh mein Gott, wie süß. Das ist auch richtig cool. Cool, dass ich hier auch dieses Monsterchen hier mal habe, wegen den Lifehacks. Als ich ja mal Lifehacks hier gemacht habe, habe ich das mal hier einfach nur gelassen. Und wie süß ist das denn? Das ist echt süß. Ich liebe es total, das ist echt süß auf jeden Fall, Leute. Aber, wir müssen auf jeden Fall zurück. Wir müssen zurück. Wohin denn? Wir gehen jetzt erstmal, ich zeige euch ein paar Secrets, die ihr vielleicht nicht wusstet. Also ich wusste das auf jeden Fall nicht. Ich würde erstmal mit dem ersten anfangen. Und zwar gehen wir hier in eine Uni. Und da gibt es auf jeden Fall einen komischen Mann, der quasi kein richtiger Mensch ist. Irgendwie habe ich, ja, jetzt wo ich sehe es, dass es kein richtiger Mensch ist. Aber ehrlich, ich hatte gar keine Ahnung, dass es einfach nur ein Hut ist. Warum ist es ein Hut? Warum ist das ein Hut, Leute? Und das Beste ist, das ist nicht nur ein Hut, das ist eine komische Maske, die auf jeden Fall auch nicht, anscheinend lebt die. Weil guck mal. Der hat gerade gelächelt und ich glaube, der kann auch trinken. Oder? Kannst du trinken? Oh, der kann trinken und ich glaube, der kann auch essen. Es ist nur krass, Leute. Ich glaube, der kann auch essen. Ich glaube wirklich, der kann auch essen. Was ist das? Ist das ein Hut oder ist das eine... Oh, das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Also ich persönlich finde es sehr merkwürdig. Ich dachte die ganze Zeit, das ist einfach nur ein Mann. Warum ist das einfach nur eine Maske? Wusste ich ehrlich gesagt nicht. Sehr interessant und sehr spannend. Also, das war mein erster Secret, was ich überhaupt nicht wusste. Das finde ich wirklich cool. Leute. Aber wir kommen auch weiter. Und zwar, Leute. Es gibt auf jeden Fall einen Bug. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber wenn man quasi einen Charakter wütend macht, dann ist er ja quasi so rot und so guckt er auf jeden Fall. Und wenn man ihn in den Fluss reinstecken soll, dann wird er auf einmal nicht wütend. Und ich frage mich gerade, ob das wirklich funktioniert. Das werden wir jetzt mal herausfinden. Ich werde auf jeden Fall den mal hier... Und der wird immer noch wütend sein, aber der wird weiß sein. Und quasi so, als ob der halt nicht mehr wütend ist. Weil die werden ja alle rot. Und ich packe ihn jetzt einfach nur mal... Nö. Funktioniert das? Das funktioniert nicht. Vielleicht mit dem hier? Muss ich ja. Nee, guck doch mal, Leute. Das war ein Scam und ich wurde einfach nur gescammt. Weil es war eigentlich so gedacht, dass da auf jeden Fall, dass die Charaktere auf einmal einfach nur weiß werden sollen und quasi nicht mehr wütend sind. Aber sind die immer noch. Und die werden nicht weiß. Nope.
Das war ein Hack, was leider nicht funktioniert, aber es ist auch in Ordnung. Ihr seid jetzt glücklich. Ihr seid jetzt beide glücklich. Und wir gehen jetzt wieder weg, weil hier brauchen wir, glaube ich, nichts mehr. Nee, hier brauchen wir auf jeden Fall nichts mehr, Leute. Bis jetzt war es das auch mit meinen Hacks, die in den Häusern drin sind. Deswegen gehen wir jetzt mal einfach nur in ein Haus. Es ist egal, welches Haus. Es ist total in Ordnung, also wenn ihr einfach nur das Kleine benutzt, wenn ihr das Große benutzt. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Hacks für euch. Oh, du bist ja auch noch da. Du bist ja auch noch da. Oh, du bist ja auch noch da. Und das ist alles von meinen anderen Hacks. Upsi, 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 upsi. Ja, auf jeden Fall die nächste Hack. Also ich habe auf jeden Fall sehr coole Hacks für euch wegen so Gestaltung auf jeden Fall. Also man weiß ja eigentlich, dass wir diese Häkchen hier haben, ne? Wir haben hier die besten Häkchen, die man hier auf jeden Fall benutzen kann. Man kann eigentlich nicht nur diese Häkchen benutzen, aber ich möchte nur die benutzen. Heute, jetzt, bis jetzt, ja. Dann finden wir hier in den Spielzeugen, finden wir ja dieses Glas mit einem, wie heißt das, mit einem Ball. Und das können wir auf jeden Fall wegtun. Und wir haben einfach nur so diese Gläser, die tatsächlich auf diese Häkchen wirklich reingehen. Also, die halten sich da auf jeden Fall. Und man kann da rein richtig vieles reinmachen. Was ich finde es nur super. Ach, sogar das hier. Sogar Blumen kann man da reinmachen. Wie cool ist das denn, Leute? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh, das ist so ein... Nee, okay, das passt nicht wirklich da rein. Also, das passt schon da rein, aber das sieht nicht gut aus. Jawohl. Oh, das sieht so gut aus. Das kann man so gut für weitere Gestaltungsideen benutzen. Einfach nur richtig cool, Leute. Also, dieser Hack ist einfach nur mega. Ich finde es einfach nur mega. Das sieht so gut aus. Man kann einfach nur eine Aufbewahrung. Aufbewahrung auf der Wand mit dem Glas. Sieht auch richtig schön aus. Finde ich auch richtig super. Dann gibt es auch noch was ich einfach nur... Ich feiere das. Man kann aus den Lampen quasi eine Wolke machen. Also so eine Regenwolke. Also man nimmt einfach nur so diese neuen, die sind mittlerweile schon gar nicht neu, aber die sind trotzdem für mich, sind die immer noch neu. Das sind die dunklen Lampen aus Downtown Loft. Und wir versuchen die so zu formen, als ob die quasi in einer Wolke sind. Und ich kann sie jetzt nochmal formen. Und hier hinter packen wir noch andere, diese Wandlichter. Und ich versuche hier einfach nur jetzt, jawohl. Also erstens, ich weiß, das muss nicht unbedingt so aussehen, als ob das irgendwie gerade krass wie eine Wolke aussieht. Aber wenn wir es dunkler machen und zum Beispiel nur die hinteren anmachen, dann, ich finde, das sieht schon so aus. Ich finde, das sieht schon so richtig cool aus. Also, ich mag es total. Also, das hat auf jeden Fall irgendwas Cooles in sich. Und man kann, das Beste daraus ist, dass man halt entweder die großen Lampen anmacht oder die kleineren darunter. Aber ich finde, so mit den kleineren darunter sieht es ein bisschen besser aus. Das sieht echt schön aus. Das sieht auch echt wirklich wie eine Wolke aus. Und ich versuche mich gerade, wenn wir einfach nur jetzt so reinpacken. Aber da kann man diese hier nicht so gut da reinstecken, leider. Aber sieht trotzdem so gut aus. Ich finde es mega. Oh, und noch cool als noch eine extra Sache, könnten wir vielleicht einfach nur mal hier die Sternchen mal umpacken. Guck mal. Guck doch mal, Leute. Das ist ja super. Das ist ja eine super Idee, was ich hier habe. Noch ein paar Sternchen. Ich bin total in meinem Element. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch sowas Dunkles entpacken. Nee, das sieht nicht mehr gut aus. Aber noch mehr Wolken. Noch mehr Wolken, Leute. Dann sieht's ja schön aus. Nee, vielleicht das Dunkle war doch besser. Oder wir können einfach nur... Ah ja, stimmt. Wir können einfach nur die Farbe nehmen von der Nacht. So eine Farbe. Oh, jawohl. Und jetzt sieht's einfach nur mega aus. Ich finde persönlich, das sieht mega aus. Was findet ihr? Das ist ein richtig cooler Hack. Und wir kommen ja zu dem weiteren Hack. So, der nächste Hack, Leute, da müssten wir erstmal hier hingehen. Auf die, ja, da wo auf jeden Fall so ein Boot gibt mit verschiedenen Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Wir bräuchten da auf jeden Fall ein paar Sachen. Oh, das ist aber richtig dunkel hier. Wir bräuchten auf jeden Fall diese, es ist richtig dunkel, aber es ist auch egal. Wir bräuchten auf jeden Fall diese Bomben hier.
diese krassen Bomben bräuchten wir auf jeden Fall, weil die sehr schön leuchten. Und das ist tatsächlich ein Hack, was, also wie soll ich sagen, das ist halt nicht unbedingt, was man so wirklich krass irgendwo benutzen möchte. Aber man kann es richtig gut für irgendwelche Stories benutzen. Falls ihr irgendwelche Toka-Boka-Stories macht, dann kann man das richtig gut benutzen. Weil diese Bomben an sich, die machen so ein Licht, was so aussieht, als ob man... Also, als ob es alles hier einfach nur brennt. Genau so. Boah, ich habe jetzt richtig lange gedauert. Es hat jetzt bei mir richtig lange gedauert, ne? Aber dafür bräuchten wir auf jeden Fall ein paar Sachen, wo wir irgendwas reinstecken könnten. Also zum Beispiel auch einen Kühlschrank oder so. Auf jeden Fall bräuchten wir auch einen Kühlschrank. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal die zwei Sachen mal testen. Und dann bräuchten wir auf jeden Fall 1, 2, 3. So. Beste ist, man steckt einfach nur ein paar davon. Ich würde mal jetzt einfach nur die zwei mal da reinstecken. Ich mache die an und Leute, da ist was am Brennen. Es ist Feueralarm, einfach nur im Haus. Guckt doch mal, oh, wie gut sieht das denn aus? Einfach nur erstmal unsere Kommode brennt und unser Kühlschrank brennt auch. Und wenn wir zum Beispiel nur eins davon benutzen, dann bräuchten wir vielleicht noch was. Vielleicht noch auch ein, wie heißt es nochmal? Ein Ofen. Guck doch mal. Dann stecken wir das mal hier rein. Und da, ups, da brennt ja doch was, Leute. Da brennt was. Oh mein Gott, oh nein, da brennt was. Oh, da ist was am Brennen. Aber richtig cooler Hack. Also richtig gut für irgendwelche Stories und so. Bräuchten vielleicht nicht unbedingt jetzt einfach nur für, damit es schön aussieht. Aber für irgendwelche Stories. Richtig krasser Hack. Also ich werde es 100% noch mal irgendwo benutzen. Aber Leute, das war es bis jetzt. Nee, das war es nicht noch nicht. Ich habe auf jeden Fall noch was, was ich auf jeden Fall richtig gut, also ich fand's wirklich cool, weil ich wusste nicht unbedingt, dass es geht. Also eine Luxusvilla auf der zweiten Etage. Es gibt ja so eine quasi so eine kleine Ecke am Fenster, wo man Sachen reinstellen kann. Hier ist das Zimmer von Mirabel. Jetzt stellen wir erstmal weg. Sorry Mirabel, das brauchen wir erstmal noch nicht alles. Und ich habe hier tausende von Bücher. Hallo? vielleicht bräuchte ich das hier, aber das wäre es auch. Und tatsächlich eine Badewanne, Leute. Eine Badewanne bräuchte ich auf jeden Fall, weil ich wusste nicht, dass man hier die Sachen hinstellen kann. Also man kann hier angeblich eine Badewanne und Bett hinstellen und eigentlich alles, was man da möchte. Und ich möchte es einfach nur jetzt hier so richtig schön und romantisch machen, indem ich vielleicht noch so ein paar Kerzen da hinstelle. Und auf jeden Fall vielleicht mal hier hinstellen. Genau, sowas könnte klappen, Leute. Und das könnte einfach nur eine sehr romantische und wunderschöne Stelle sein. Einfach nur für eine Badewanne. Also das ist eigentlich ein ganz cooler Hack, weil damit könnte man hier theoretisch irgendwelche Sachen hinstellen. Also nicht Sachen, sondern man könnte hier das Badezimmer machen und man könnte einfach nur die Badewanne einfach nur mal hier hinstellen. Und das spart mit Platz, erstens. Und dann sieht es auch schön aus. Also wenn es wir noch richtig schön gestalten könnten, vielleicht auch so mit, vielleicht nicht mit dem dunklen Vorhang, sondern mit dem weißen Vorhang, vielleicht wird es auch noch besser sein. Und hier ist gerade das Thema von Mirabel, da muss nicht unbedingt vielleicht eine Badewanne hin, aber es ist tatsächlich egal, wir ignorieren das, Leute, ne? Deswegen, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt noch zu einem Hack, was tatsächlich nicht unbedingt in den ganz normalen Haus ist. Wir gehen jetzt erstmal zu der Bank. Also, bei der Bank gibt es ja ganz oben ein Balkon, also eine Terrasse. Also, es gibt auf jeden Fall so ein Restaurant, was richtig schön und richtig fancy aussieht. Schön mit einem hier so ein bisschen so, man kann hier ein bisschen irgendwo hinfliegen oder so, richtig fancy. Aber hier ganz hinten gibt es vier Kürbisse. Drei davon sind ganz normale Kürbisse. Kann man essen. Möp. Möp. Genau. Und eine Kürbis ist aber, wir können die nicht anfassen. Wir können nur darauf klicken und da kommt ein Knopf. Und da gibt es, wir haben einfach nur ein Kostüm von einem Eismenschen. Richtig bösen Eismenschen.
Es gibt einfach nur so viele Sachen in Togabuki, die mich einfach nur immer wieder faszinieren. Und ich meine, jetzt ist unsere Kellnerin oder Küchenfrau, Köchin einfach nur zu einem Eismenschen geworden. Richtig creepy, Leute. Aber auch richtig cool, finde ich tatsächlich. Also wirklich interessant. Alles klar, wusste ich nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich finde, man kann einfach nur in Togabuki einfach nur auf irgendwas immer die ganze Zeit draufklicken und dann kommt auf jeden Fall auch noch was daraus. Und dann denkst du dir so, what? What? Was? Ja, Leute. Aber ich würde mal sagen, wir können jetzt erstmal zu dem Tag machen. Es wird ein bisschen jetzt heller und nicht mehr so dunkel. Wir sind ja nicht wieder hier im Dunkeln. Und Leute. Also, es ist jetzt meine wieder die Rubrik, wo ich einfach nur ein paar bisschen Sachen hier mal mir so vorstelle. Es wäre doch so cool, Leute, wenn man in Togabuki ein Haus hätte. Also ein Haus, was man so quasi alleine baut. Was nicht nur zwei Etagen, sondern drei Etagen hätte. Das wäre doch richtig cool. Das wäre so cool, Leute. Ja, okay, ihr könnt mir jetzt mich einfach nur fragen, hey Katja, was möchtest du da rein tun, wenn du bei der Luxusvilla nicht mehr weißt, wofür du die ganzen Etagen brauchst, weil es schon richtig viel Platz ist. Aber Leute, man kann auf der dritten, man muss das Haus nicht so schön breit machen wie die Luxusvilla, sondern man kann es schmal, klein und auf der dritten Etage zum Beispiel einen Balkon oder eine Terrasse haben. Und das wäre einfach nur so cool, das könnte so gut aussehen. Und ich würde einfach nur mich freuen, wenn bei Togabuki sowas gäbe. Und weil ich dachte auch schon wirklich, dass der Downtown Loft vielleicht eine zwei Etagen hat, aber hat er leider nicht. Aber Leute, falls euch das Video gefallen hat heute, dann lasst uns gerne ein Abo da, ein Like da und ich würde mal sagen, wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!